Wir werden uns heute mit dem Vorschlag eines Lieferkettengesetzes auf der Europäischen Unionsebene beschäftigen. Dafür haben wir tatsächlich sehr, sehr, sehr gute Gäste da, die sich schon seit Jahren mit dem Thema beschäftigen. Aber dazu wirst du dann, Marie, später zu den Gästen einiges sagen. Ich möchte nur ein bisschen die Rosa-Luxemburg-Stiftung vorstellen, weil die organisiert das Ganze hier, speziell die Rosa-Luxemburg-Stiftung Brüssel mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen in Zusammenarbeit. Wir haben uns gedacht, naja, es stehen die Wahlen bevor und tatsächlich sind die europäischen Themen teil manchmal auch ein bisschen fern. Insofern wollen wir diese Themen aufgreifen und auch mit euch dann vor Ort in den einzelnen Städten. In Hessen sind es, glaube ich, 5 insgesamt. Das heißt, 4 bestehen noch bevor. Mit dieser Veranstaltung wollen wir das mit euch diskutieren und heute steht das Lieferkettengesetz an der Reihe. Vielleicht ein paar organisatorische Informationen. Wir haben hier von The Left, danke Helmut, dass du uns das tatsächlich mitgebracht hast. Von The Left haben wir dann hier Broschüren da, auch Plakate, die könnt ihr gerne mitnehmen, Stifte. Ich würde euch bitten, tatsächlich euch in die Liste einzutragen. Das ist für unseren Geldgeber, das Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit, sehr wichtig, dass wir dann auch nachweisen können, dass eben wir auch Gäste hier hatten. So, zu der Stiftung selbst, da brauche ich, glaube ich, gar nicht mal so viel zu sagen, aber vielleicht ein paar Worte. Wir machen bildungspolitische Arbeit, wir stehen der Partei Die Linke sehr nahe. Wir machen natürlich auch unsere Arbeit weltweit, nicht nur in Brüssel, sondern wir haben tatsächlich über 27, 28 Offices müssten das im Augenblick sein, weltweit in Südamerika, Nordamerika, Afrika, Asien. Wir machen nicht nur bildungspolitische Arbeit, wie das heute hier präsentiert wird, sondern wir stellen tatsächlich auch Analysen her, Studien und die verteilen wir natürlich weltweit, bringen Partner zusammen, linke Partner, die sich dann tatsächlich über verschiedene Themen unterhalten und Policy Papers ist eine Sache, auf die wir uns auch zukünftig stärker konzentrieren wollen, dass wir einfach auch so ein bisschen richtungsweisend den Linken weltweit so ein bisschen unsere Überlegungen, unsere Vorstellungen von, wie hat ein linkes gesellschaftspolitisches Konzept auszusehen oder auch ein Wirtschaftskonzept auszusehen. Das wollen wir in Zukunft tatsächlich ein bisschen fokussierter bearbeiten. Aber jetzt möchte ich gerne übergeben. Wir haben hier viele Gäste, deswegen ist die Zeit auch hoffentlich nicht knapp, aber ich glaube, dass wir auch sicherlich länger über die Themen, das Thema, was wir heute haben, auch diskutieren könnten. Daher gebe ich dir jetzt sofort das Wort, übergebe ich dir das Wort. Bitte sehr, Marie. Vielen Dank, Karif. Und ja, genau, von mir auch nochmal herzlich willkommen, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist wirklich ein extrem spannendes Thema, was wir heute besprechen, was sehr heiß gerade auf EU-Ebene diskutiert wird und was auch möglicherweise wirklich sehr weitreichende Auswirkungen nicht nur für Europa haben wird, sondern gegebenenfalls sogar weltweit. Genau, Thema ist heute das europäische Lieferkettengesetz und genau die Frage, wollen wir besser ein verwässertes Gesetz haben oder gar keins? Was wollen wir eigentlich? Und genau, ich bin Marie-Sophie Keller. Ich darf euch heute ein bisschen durch den Abend begleiten und ich selbst bin Promotionsstipendiatin von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und schreibe meine Doktorarbeit an der Uni Erlangen-Nürnberg über feministische Perspektiven auf das Feld Wirtschaft und Menschenrechte. Und ein Teil davon wird auch eine feministische Perspektive auf die europäische Lieferkettenrichtlinie sein. Genau, darüber hinaus engagiere ich mich aber tatsächlich schon seit vielen Jahren zu dem Thema Konzernverantwortung und gerechtem Welthandel auf zivilgesellschaftlicher, auf aktivistischer und für eine Zeit lang auf parlamentarischer Ebene. Genau, und deswegen, man merkt, das Thema liegt mir tatsächlich auch sehr am Herzen und darum freue ich mich auch sehr, dass wir uns heute ein bisschen Zeit dafür nehmen und naja, dieses, wie ich auch tatsächlich finde, urlinke Thema gemeinsam diskutieren. Urlinks, weil naja, ich finde, in globalen Lieferketten wird so deutlich wie sonst eigentlich nirgendwo gezeigt, was für Widersprüche, was für Brüche der Kapitalismus immer wieder aufzeigt. Wir reden von Sweatshops, wir reden von Zwangsarbeit, von Umweltzerstörung und so weiter und so fort, und von Vorfällen wie Rana Plaza, Bhopal. Und genau deswegen hochaktuell, aber auch noch aus anderen Perspektiven, weil ich finde, in globalen Lieferketten
wird extrem gut deutlich, dass Kolonialismus immer noch ein Thema ist und der darunterliegende Rassismus auch ein Thema ist. Und es ist wirklich auch ein Thema, was uns aus der Klassenperspektive interessieren sollte, denn es geht um internationalistische, emanzipatorische, globale Arbeiterinnenbewegung. Genau, und deswegen, weil wir dieses tolle Thema haben, freue ich mich auch wirklich, dass wir ein so vielseitiges und wirklich aus verschiedenen Perspektiven berichtende Panel vor uns haben. Und genau, begrüßen wir einmal zusammen dieses Panel. Wir haben Helmut Scholz hier. Er ist linker Abgeordneter des Europaparlaments seit sage und schreibe 2009. Helmut arbeitet in den Ausschüssen für internationalen Handel sowie für konstitutionelle Fragen und ist dort jeweils Koordinator der Linksfraktion The Left, ist auch tatsächlich hart, also sehr nah dran an den Verhandlungen für das Lieferkettengesetz oder die Lieferkettenrichtlinie und kann uns sehr spannend berichten. Er gehört der Parlamentarischen Versammlung Euronest zu, der Delegation für die USA, China, Moldau und Belarus sowie der Parlamentarischen Partnerschaftsversammlung EU-Vereintes Königreich. Schön auch, dass du überhaupt hier in person bei uns sein kannst, weil wir zwischenzeitlich befürchtet haben, dass du noch bei EU-Verhandlungen feststeckst, aber hier ist sehr schön. Wir begrüßen auch Dr. Carolina Bestener, schön, dass du hier bist. Sie ist Vertretungsprofessorin für politische Theorie an der Universität Kassel. Caroline hat ihren Doktor in politischer Theorie in Deutschland gemacht und ihren Doktor in Rechtssoziologie in Brasilien. Ihre Forschungsprojekte widmen sich den Rechtskämpfen in transnationalen Lieferketten sowie der Digitalisierung und kollektiven Organisationsformen von Arbeiterinnenbewegungen in der globalen Wirtschaft. Aktuell arbeitet sie an dem Forschungsprojekt Rechtskämpfe in transnationalen Lieferketten, also auch sehr spannende Perspektiven, die auf uns zukommen. Und wir begrüßen Desiree Becker vom linken Landesverband Hessen und Kandidatin für die Europawahl auf Listenplatz 7. Sie ist Jugendbildungsreferentin bei Verdi Hessen und Gewerkschaftssekretärin im Bereich Jugendmittelhessen. Davor war sie schon Jugendbildungsreferentin beim DGB und studierte DGB Hessen, pardon, und studierte Politik, Wirtschaft und Mathematik auf Lehramt. Sie ist wirklich sehr engagiert in der Linken, die Ämter einmal ganz kurz, Mitglied des Bundesausschusses von der Linken, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Kreis Gießen sowie Vorsitzende von der Linken Gießen. Sehr schön, dass du da bist. Und der vierte im Bunde ist Afrika Kieser. Wir begrüßen dich recht herzlich. Afrika ist Entwicklungsanthropologe mit bereits 11 Jahren Erfahrung in der Analyse der Handels- und Investitionspolitik und im Aktivismus in Afrika. Er war früher Senior Policy Advisor bei Citini Uganda. Das ist eine NGO, die sich mit Handelsfragen beschäftigt. Und er war außerdem Research Fellow beim Columbia-Zentrum für nachhaltiges Investment. Afrika versteht sich als Panafrikanist, der sich für die echte Befreiung Afrikas einsetzt. Und derzeit ist er Promotionsstipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung und an der Universität Hamburg. Er spricht zwar so zwei, drei Sätze Deutsch, aber er wird heute mit uns auf Englisch kommunizieren und wir haben ja dann hinter uns eine kleine Übersetzung und er hat vor sich eine kleine Übersetzung. Genau. Also, wovon reden wir heute? Viele von euch haben sicherlich mitverfolgen können, dass Anfang letztes Jahr das deutsche Lieferkettengesetz hier verabschiedet wurde oder in Kraft getreten ist. Es verpflichtet deutsche Unternehmen dazu, eine sogenannte Sorgfaltsprüfung in ihren globalen Lieferketten durchzuführen, um Missstände im Bereich Umwelt, Arbeits- und Menschenrechten zu erkennen, zu beheben und gegebenenfalls wieder gut zu machen. So, die EU wollte jetzt nachlegen und eine einheitliche Regelung für alle Mitgliedstaaten festlegen, weil es gibt ja auch schon ein französisches Gesetz, es gibt
in den Niederlanden in Ansätzen so ein Gesetz. Und genau, im Dezember wurde ja sogar schon ein Kompromiss zwischen Parlament, Rat und Kommission, ein sogenannter Trilog, ausgehandelt. Demnach, dem Dezemberentwurf zufolge, sollten also Unternehmen mit mehr als 500 Angestellten und 150 Millionen Euro Umsatz in die Pflicht genommen werden. Sie sollten auch einen Sorgfaltspflichtprozess, ähnlich wie im deutschen Gesetz, durchführen. Das beinhaltet beispielsweise menschenrechtliche, arbeitsrechtliche und Umweltrisikoprüfungen entlang der gesamten Lieferkette, also auch von der Rohstoffgewinnung bis praktisch zur Abfallentsorgung. Und es beinhaltet auch die Einführung von Beschwerde- und Wiedergutmachungsmechanismen und das Vorlegen eines Plans zur Eindämmung des Klimawandels. Bei Verstößen sollten Betroffene auch an europäischen Gerichten klagen dürfen und Unternehmen sollten durch Bußen belangt werden können. So. Es gibt sehr viel zu kritisieren an diesem Gesetz, was wir hoffentlich auch gleich sicher noch irgendwie tun werden. Aber man kann schon, glaube ich, als erstes festhalten, dass es gegebenenfalls weitreichender ist als das deutsche Gesetz. Genau, aber noch, denn wir sind noch nicht fertig. Da wird uns gleich sicherlich noch ein bisschen mehr erzählt werden. Aber wir sind ja jetzt in der Situation, dass Deutschland im letzten Moment noch, nachdem ja eigentlich schon fertig diskutiert wurde, nochmal blockiert hat und jetzt wieder gegebenenfalls noch etwas verwässert wird oder gar nichts mehr kommt. Wir sind gerade so ein bisschen mit drei Fragezeichen im Kopf unterwegs zu dieser Frage und würde deswegen gerne mal an denjenigen überleiten, der da natürlich eine wirklich sehr privilegierte Perspektive hat und mittendrin da im Geschehen ist. Deswegen lieber Helmut Scholz, sag uns doch ein bisschen, wie sind wir an diesen Punkt gekommen und gibt es noch was zu retten? Ich bedanke mich erstmal für die Einladung, bin zum ersten Mal in Gießen und finde ich spannend, also zu dem Thema hier gerade auch mit vielen jungen, enthusiasmierten Menschen zu reden, die sich auf ein solches Thema einlassen wollen heute Abend. Also ist vielleicht nicht ganz leichte Kost, wenn man wirklich in die Substanz einer solchen europaweiten oder EU-weiten Gesetzgebung reinhorchen will und sich damit vertraut machen will, was bedeutet das eigentlich? Und wir hatten gerade in dieser Woche, die ist gerade heute Mittag zu Ende gegangen, die aktuelle Plenarwoche in Straßburg. Und wir haben in dieser Woche auch noch einmal dieses Thema auf die Tagesordnung setzen können, weil wir auch als Europäisches Parlament noch einmal deutlich machen wollten, wir lassen nicht ab von unserem Vorhaben, ein solches EU-weites Lieferkettengesetz auf den Weg zu bringen. Zumal wir ein Ergebnis im sogenannten Trilog, du hast das schon gerade benannt, erreicht haben im Dezember. Das heißt, die Einigung zwischen den verschiedenen Positionen des Parlaments, des Rates und natürlich auch der Kommission, die das ja als Exekutive irgendwie entwickelt hat und dann auch final umsetzen muss. Dieses Trilogergebnis muss von den beiden Co-Gesetzgebern, Europäisches Parlament und Rat, bestätigt werden. Und wir dachten eigentlich, wir können in dieser Woche dieses Trilogergebnis nach den Verhandlungen, nach der Bestätigung durch den Rat auch wirklich auf den Weg bringen. Das heißt, wir sind der finale Ja-Sager zu einer solchen Gesetzgebung. Wir konnten es nicht, weil der Rat auf insbesondere aufgrund des sogenannten deutschen Abstimmungsverhaltens, German Vote, sich noch nicht einigen konnte. Und wir werden also morgen noch einmal abwarten müssen, wie eine erneute Abstimmung, und zwar muss ich anerkennen, die belgische Ratspräsidentschaft sich vorgenommen, wirklich dieses Gesetz in dieser Legislatur, die von 2019 bis 2024 dauert, Realität werden zu lassen. So, und nach zweimaligen Versuchen im Rat eine Einigung hinzubekommen, ist es morgen der dritte Versuch der belgischen Ratspräsidentschaft. Und das bleibt abzuwarten, ob auch die deutsche Bundesregierung zu ihrem Wort steht. Denn im Koalitionsvertrag steht, wir wollen dieses Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene.
Und wir wollen europäische Gesetzgebung vorantreiben. Und in meiner Rede im Plenum habe ich nochmal deutlich gemacht, wir können viel über die FDP schimpfen. Und die FDP ist auch wirklich der Stein des Anstoßes. Sie will es verhindern. Sie will keine solche Gesetzgebung auf der EU-Ebene hinnehmen. Dass der Kanzler eigentlich nach dem deutschen Grundgesetz hat er die Richtlinienkompetenz, endlich mal ein Machtwort spricht, nachdem auch zwei Koalitionspartner, sowohl die SPD wie auch die Grünen, sich eindeutig hinter die europäische Lieferkettengesetzgebung stellen und sagen, wir bringen es auf den Weg, aber wenn dieses Veto der FDP nicht überwunden wird, wird es wahrscheinlich für die entsprechende notwendige Mehrheit im Rat nicht reichen, weil sich hinter Deutschland andere Länder verstecken. Und das ist sozusagen die Dramatik. Wir brauchen also eine eindeutige Mehrheit, eine doppelte Mehrheit auch im Rat, also die eine Mehrheit der Bevölkerung aller EU, 27 Mitgliedstaaten, als auch der Staatenvertreter darstellen, um dann dieses Gesetz durch den Rat zu bekommen. Ich gehe davon aus, dass aber auch im Europäischen Parlament dann noch einmal eine Abstimmung möglich ist im April. Das wäre dann der finale mögliche Punkt in dieser Legislatur. Und insofern ist es ein spannender Tag morgen, weil nicht nur die EU-Lieferkettengesetzgebung dort ansteht, sondern auch andere wichtige horizontale Gesetzgebungsprozesse wie zur Zwangsarbeit, zur Plattformarbeit, die sozusagen eigentlich eine wirkliche, auch eine Verbesserung der gegenwärtigen Situation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern querbeet durch alle EU-Mitgliedstaaten, aber eben auch in Drittstaaten, die von dieser Gesetzgebung, die auch, sagen wir mal, internationale Problematiken erfasst, betroffen sind. Soweit vielleicht erstmal zum Ist-Zustand, wo wir heute stehen und wo wir deutlich machen können und deutlich machen wollen auch, wir brauchen solche Gesetzgebung. Und worin unterscheidet sich die europäische von der deutschen Lieferkettengesetzgebung vielleicht? Ich weiß nicht, ob es so richtig definiert ist, also in Deutschland war zuvor, eigentlich ist es ein paralleler Prozess, aber es dauert eben auf der EU-Ebene manchmal noch länger, um wirklich einen Konsens zwischen den 27 Mitgliedstaaten hinzubekommen und auch die Mehrheiten. Oder erst einmal dann die Kommission zu bewegen, eine entsprechende Gesetzgebung wirklich auszuarbeiten. Das Europäische Parlament hat eine sehr weitgehende Lieferkettengesetzinitiative auf den Weg gebracht, 2021 bereits, die dann auch eine Grundlage für das sehr schnelle Nacharbeiten durch die Kommission bildete, und die dann auch der Ausgangspunkt war für die Verständigung Rat, Kommission, Parlament. Und das war eine, aus meiner Sicht, die bisher weitestgehende Initiative, die das Parlament unternommen hat, um deutlich zu machen, wir wollen hier auch einen neuen Standard in der internationalen Regelung hin zu verbindlichen Kriterien, Standards, zu sanktionsfesten Mechanismen, zu Instrumenten, die sich mit der Fragestellung, wie gewährleisten wir Menschenrechte, wie gewährleisten wir Umweltschutz in der betriebswirtschaftlichen Realisierung von Wertschöpfung und Lieferketten im globalen Maßstab. Und das betrifft natürlich dann den EU-Binnenmarkt, also insbesondere EU-Unternehmen, aber auch alle außereuropäischen Unternehmen, die Produkte auf dem Binnenmarkt realisieren wollen. Das ist sozusagen das Novum dieser europäischen Lieferkettengesetzgebung und hat damit wirklich eine globale Wirkung. Und dann sage ich vielleicht zwei Punkte, wo sich wirklich die beiden deutschen und die europäische Lieferkettengesetzgebung, so wie sie gegenwärtig konzipiert und vereinbart wurde im Trilog, sich darstellen. Oder nochmal anders vielleicht. Die FDP kommt mit einem Argument. Das ist Bürokratie, das sozusagen benachteiligt die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und der europäischen Unternehmen und. Während viele Unternehmen sagen, nein, wir wollen vergleichbare Standards, Kriterien haben, weil das sozusagen sichert eigentlich erst die Wettbewerbsfähigkeit.
Und deshalb ist der Ansatz des europäischen und des deutschen Lieferkettengesetzes dahingehend unterschiedlich, dass das europäische Lieferkettengesetz nicht eine bürokratische Informationspflicht ins Unermessliche treibt, dass man also noch mehr Fragebögen ausfüllen muss als großes oder kleines oder mittelständisches Unternehmen, sondern dass wir die Haftungspflicht für die Einhaltung der vereinbarten Kriterien einführen. Und das sozusagen ist der eine große Unterschied. Und der zweite Unterschied besteht darin, dass wir den Raum, der da definiert wird für Menschenrechte, für Einhaltung von Pflichten, viel enger fassen. Dass wir, wie du sagst, also kleine Größen, 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Bemessungsgrenze und zugleich eine Kriterien nach den Risikobewertungskriterien eingeführt haben, die dann es ermöglichen würden, dass wir sozusagen die Problematik haben. Und wir haben dort in dieser Hochrisikosektorenwirtschaft eingeführt 250 Beschäftigte. Das ist sozusagen also noch einmal eine Verschärfung der Standards, wenn man so will, aber gerade im Interesse des Funktionierens von Wert- und Lieferkettengestaltung. Und damit auch deutlich gemacht, wir wollen festhalten an dem Umsatz von 40 Millionen Euro. Das so ist in dem Trilog so vereinbart. Ich hoffe, das wird auch Bestand haben. Allerdings muss die belgische Ratspräsidentschaft ja jetzt irgendwo auch die noch zögerlichen Staaten wieder mit reinnehmen. Und dann bleibt abzuwarten, was dort denn der Kompromiss sein könnte. Vielleicht mal so weit und dann gehen wir vielleicht im weiteren Verlauf des Abends auf andere Aspekte noch mit ein. Ja, spannend. Vielen Dank auf jeden Fall für diese erste Einordnung von sozusagen von inmitten des Geschehens. Nachdem wir jetzt so einen groben Überblick haben, würde ich das gerne ein bisschen vertieft sehen, vielleicht auch ein bisschen durch die wissenschaftliche Perspektive. Vor allem vielleicht auch ein bisschen durch die kritisch-wissenschaftliche Perspektive. Und Carolina Westena, du forschst an der Uni Kassel, wie vorhin kurz beschrieben, zum Thema Lieferkettengesetz. Und deswegen wäre natürlich spannend zu fragen, wie hast du jetzt den Prozess mit beobachtet und die Ausgestaltung, wie sie jetzt gerade aussieht, vielleicht auch so im Verhältnis zum deutschen Gesetz beobachtet. Wie würdest du das bewerten? Und genau, vielleicht hast du ja schon ein, zwei Einblicke in eure Forschung. Ja, auch danke von mir für die Einladung, dass ich überhaupt hier da sein dürfte. Ich war ein bisschen aber nur in der Uni, das ist schön, so hier ein bisschen so den Weg über die Stadt zu schaffen. Genau, also ich würde so erstmal so starten mit so einem kleinen, so ein bisschen Überblick, was meinen wir mit diesem Konzept von Rechtskämpfen. Ne? Das klingt so ein bisschen so sehr kämpferisch. Vielleicht auch die Menschen, die hier im Raum sind, sehen auch das Gesetz oder Gesetze und Normen aus einer kritischen Perspektive, aber vielleicht so zwei Worte dazu. Also wir arbeiten mit diesem Konzept, also der Rechtskämpfen, weil wir glauben, dass, oder wir vertreten einen wissenschaftlichen Ansatz, der sich so beschäftigt mit der Perspektive, dass Normen, sie bringen soziale Konflikte nicht so einen Stillstand, sondern sie sind vielmehr so eine Hebel für neue rechtspolitische Auseinandersetzungen. Und diese rechtspolitische Auseinandersetzung begreifen wir mit dem Konzept von Kampf. Also wir sagen, wir schauen uns die Akteure, die sich in diesen Prozessen beteiligen, die verschiedenen Interessen und versuchen dann nachzuvollziehen, welche Perspektiven fließen denn in die Verfahren, in die Gesetzgebung oder in die Implementierung der Normen. Und wir beschäftigen uns seit 2024. September hat das Projekt gestartet. Das Projekt ist von der Humboldter Stiftung gefördert für 2 Jahre. Und wir schauen uns tatsächlich vielmehr die Implementierung und die Rechtskämpfe, die sich an das deutsche Lieferkettengesetz jetzt beziehen. Und wir schauen nicht nur so Verfahren oder Beschwerden, die gerade angeführt werden mit Bezug auf das deutsche Lieferkettengesetz, aber auch die Auslegungskämpfe, also wie die unbestimmten Begriffe des Gesetzes
Ne, weil wir haben jetzt von Helmut ganz interessant gehört, die ganze Aushandlung, um überhaupt das Gesetz zu verabschieden, ne, das ist, wenn wir soweit werden. Und wir schauen aber, nachdem die Gesetze dann verabschiedet sind, stellt sich so ein bisschen eine Frage: Was ist ein Unternehmen? Also was verstehen wir unter Beschäftigte in der globalen Wirtschaft? Wie verstehen wir Unternehmen, die ganz viele Tochterfirmen haben? Sind sie die Beschäftigten, die zum Beispiel in Brasilien arbeiten, auch Beschäftigte, die dann mit berücksichtigt werden, um das um den Geltungsbereich des Gesetzes zum Beispiel zu bestimmen? Und auch diese ganze Frage von der mittelbaren Zulieferbeziehung, ne, die dann in dem deutschen Lieferkettengesetz eine sehr wichtige Frage ist, ne, welche Firmen oder Ebene der Kette werden mit einbezogen. Ne? Und dann diese Frage, man muss eine substanzierte Kenntnis von Menschenrechtsverletzungen oder Umweltverletzungen haben, um überhaupt da dann diese Geltungsbereich des Gesetzes, ne, dann zu decken, ne? So zu erweitern sozusagen. Das sind so unbestimmte Begriffe, die wir schauen uns dann unter diesem Schirm, ne, der heißt Kämpfen, aus, wie diese Auslegungskämpfe stattfinden. Das ein bisschen als Einführung, das waren mehr als zwei Sätze dazu. Das hilft mir so ein bisschen dann, einen Bogen zu schaffen, auch so einen anderen Aspekt der Auseinandersetzung, das ist auch die Genese des Gesetzes. Ne? Also wenn wir das Projekt gestartet haben, haben wir uns ein bisschen auch auseinandergesetzt, auch mit dieser Frage, wie ist dieses Gesetz zustande gekommen. Und zu dieser Parallelität zu dem Prozess jetzt auf der EU-Ebene können wir auch nochmal, ne, dieselbe Akteurin wiederfinden. Also die FDP hat ein sehr großes Lobby gegen das deutsche Gesetz geführt, auch mit denselben Argumenten. Also heute als Vorbereitung nochmal für die Veranstaltung habe ich mir so die Positionspapiere von den Akteuren und auch ein paar die parlamentarischen Debatten zu dem deutschen Lieferkettengesetz angeschaut, ein bisschen zur Erinnerung. Und die Frage, ne, Unternehmen große Haftungsbereich, also genau die strittigen Punkte, wo wir beobachten können, dass diese EU-Richtlinien weitergehen würde im Vergleich zu dem deutschen Lieferkettengesetz, waren genau die Punkte, wo die stärkeren Auseinandersetzungen hier zum Beispiel in Deutschland schon stattgefunden haben, ausgetragen durch dieselben Akteure. Das finden wir auch sehr interessant zu beobachten. Und das aber interessant ist auch, ich glaube, als Einschätzung auch aus der Wissenschaft, als zweiter Punkt ist auch dann, also wir schauen uns tatsächlich, okay, wir erwarten noch, also wir schätzen schon ein, dass wenn die EU-Richtlinie so weit wird, dass sie verabschiedet wird, das würde schon nochmal ein neuer Hebel für diese sogenannten Rechtskämpfe bedeuten. Das würden wir auf jeden Fall so sehen und einschätzen. Aber dadurch, dass wir nicht so weit sind, ich würde so noch einen Punkt dann so betonen oder noch hier auch vielleicht mit euch teilen, zum einen Auseinandersetzung, die wir gerade mit dem Start der Implementierung des deutschen Lieferkettengesetzes beobachten konnten. Und das war zum Beispiel auch hier in Hessen, ne, am Darmstadt, in Greffenhausen, diesem großen Streik von dem LKW-Fahrer aus Kirgisistan, Georgien und Usbekistan, und aus Polen, die in Greffenhausen gestreikt haben, erstmal im März, ne, das war schon ein erster Streik, hat stattgefunden, und dieser Streik hat zum Ergebnis gehabt, dass sie erstmal eine Verhandlung gemacht haben, und der Streik wurde so aufgelöst, und dann im September haben sie zu demselben Grund gestreikt, und das war außer die problematische und schwierige Arbeitsbedingungen der Lkw-Fahrer auf der europäischen Ebene. Ne? Hier war auch die Frage von Nichtzahlung von Löhnen. Ne? Also, also die sind da Auftragnehmer von der Spedition Masur, diese polnische Spedition, aber die werden auch durch die Deckung des Lieferkettengesetzes als Beschäftigte gesehen. Ne? Und was ich noch denn also sagen würde, was wir da vor Ort beobachtet haben, wir haben das Projekt erst September gestartet und dann am 20. September sind wir zum eine sehr spontane Feldbeobachtung zu nach Greffenhausen gefahren und da konnten wir mit gewerkschaftlichen Vertretern, die eher aus den Niederlanden dort waren, sprechen, also als wir da waren, und auch mit einigen Arbeitern, auch mit so einem Übersetzungstool. Und da von denen haben wir auch diesen starken Bund so gehört, ja, jetzt aber gibt es dieses deutsche Gesetz.
Ne, und wir müssen aber bezahlt werden, weil das Gesetz sagt, dass unsere, also das geht nicht nur um Mindestlohn, sondern um eine anständige, eine angemessene Lohn. Und wir werden jetzt vor Wochen nicht, also nicht bezahlt. Wir sind, also einige von den Arbeitern, die da waren, sind so, waren schon über ein Jahr unterwegs, ohne die Familie gesehen zu haben. Also die Bedingungen waren auf jeden Fall sehr, sehr prekär. Und wir haben da beobachten können und dann diese Beobachtung durch Interviews mit anderen Gewerkschaftsvertreterinnen ein bisschen vertieft und auch mit Akteuren, die vor Ort involviert waren. Wir hatten auch ein Gespräch mit dem BAFA, ne, dass dieses Amt für Ausführung, Kontrolle, das jetzt zuständig ist für die, für das Monitoring des deutschen Lieferkettengesetzes. Und sie haben dann aus diesen verschiedenen Perspektiven so ein bisschen unser erster Eindruck bestätigt, dass das Gesetz hat tatsächlich eine Rolle gespielt. Nicht im Sinne, dass da Verfahren oder Klagen eingereicht würden, sondern auf diese Perspektive der Grammatik. Ne? Also das Gesetz hat so eine Art von Übersetzung oder ein Wortschatz für die Arbeitskämpfe von diesen Akteurinnen, von diesen Arbeiter. Aber ich würde hier auch nicht gendergerecht sprechen, weil die waren alle tatsächlich als Menschen, als Männer verstehende Personen von diesem Trucker, die haben da dann gesagt, nee, also wir wollen unsere Rechte und wir wissen, dass wir Rechte haben. Ne? Also das war so ein interessanter Prozess, die uns zu diesem, also ich würde sagen, zu einer gewisseren, also Bekräftigung von dieser These, ne? dass die Gesetze können Hebel für Kämpfe sein. Wobei ich auch hier, das ist vielleicht so meine Schlussworte, ne, um diesem ersten Statement zu beenden, ich würde das auch nicht idealisieren, ne, und sagen, dass Gesetze nur, weil sie jetzt diskursiv Rechte niederschreiben und das in einer gewisser Weise in dem deutschen, als deutsche bindenden Normen in deutschem Rechtssystem verankern, das bedeutet auch nicht, dass unmittelbar immer diese Kämpfe oder diese Arbeitskämpfe erfolgreich werden, sondern die Ressourcen sind immer eine Frage, ne? Ressourcen im Sinne von finanzielle, zeitliche Ressourcen, auch emotionelle Ressourcen von diesen Arbeitern sind auch ein sehr wichtiger Aspekt. Das muss alles mitbedacht werden und in der Regel, was wir versuchen jetzt dann herauszufinden über die nächsten Schritte des Forschungsprojekts, ist inwiefern das Gesetz auch für die Gewerkschaften zum Beispiel diese Hebel auch bedeutet, dass diese Vernetzung zwischen Beschäftigte und die Gewerkschaften, ne, die da man, also in der Regel auch diese Ressourcen bereitstellen. Ne. In Griffenhausen war Verdi und durch die faire Mobilität, die das Ganze da ermöglicht hat, dass zum Beispiel die, keine Ahnung, duschen könnten, während sie gestreikt haben, dass sie versorgt würden. Und das alles kommt zusammen, um zu überhaupt Rechtskämpfen zu ermöglichen. Genau, erstmal dazu. Eine kurze Nachfrage. Würdest du sagen, man kann das, was ihr jetzt beobachtet, einfach auch schon sozusagen übertragen auf ein mögliches EU-Lieferkettengesetz? Oder hast du sozusagen vielleicht noch größere Hoffnung, dass es noch mehr Räume bietet? Ich würde auf jeden Fall, ich würde zustimmen. Also weil da, also diese Frage, was auch von, dieser Aspekt, was von Helmut angesprochen wurde, also das Gesetz gibt nicht nur Klarheit und Sicherheit für die Unternehmen, naja, also die wissen ungefähr, also was sind die Regelungen, wie sie sich hier anhalten sollen, aber das gibt auch für alle involvierten Akteure eine Klarheit, was sind die Möglichkeiten, was sind die Perspektiven und auch diese transnationale Frage wird viel deutlicher dann, also sichtbar für alles und auch die Aspekt von dieser mittelbaren Zulieferung. Ich glaube, da ist das, die EU-Richtlinie geht einen Schritt vor, also weiter als das deutsche Lieferkettengesetz, weil wenn die EU-Richtlinie, wie es jetzt in dem aktuellen Entwurf stand, ist, diese ganze Frage von Drittstaaten, ne, also erweitert, da hat man diese mittelbare Zulieferung, was auch ein schwieriger Rechtsbegriff ist in dem deutschen Lieferkettengesetz. Diese Problematik wäre zum Beispiel meine Einschätzung jetzt, na, gehe ich davon aus, behoben in der Auslegung. Genau. Okay. Wir bleiben gespannt, wie es dann im Endeffekt aussieht, wenn es dann kommt. Aber danke auf jeden Fall schon mal für die erste Einschätzung. Vielleicht auch tatsächlich Frage Gräfenhausen, eine ganz spannende Brücke zu dir, Desiree, weil da natürlich auch deutsche Gewerkschaften
recht involviert waren. Und ich weiß nicht, hast du das auch mitverfolgt? Hast du da irgendwie auch aus gewerkschaftlicher Perspektive noch was mitbekommen? Und dann vielleicht dann auch direkt schon, um weiter noch zu fragen, wie siehst du das Ganze als so EU-Kandidatin, als Gewerkschafterin und als EU-Kandidatin? Das ist ja eigentlich eine mega spannendes so Feld eigentlich auch für dich. Ja, also Gräfenhausen ist dafür wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich durfte auch letztens tatsächlich den Anwalt, der praktisch für die Lkw-fahrenden Menschen dort gekämpft hat, kennenlernen. Das ist der Edwin, der aus Holland kommt und dort auch gewerkschaftlich organisiert ist. Und ich würde auch sagen, da sieht man eigentlich ganz gut, wie internationale Netzwerke funktionieren können und gewerkschaftliche Netzwerke und auch gewerkschaftlicher Kampf. Weil es ist tatsächlich so, der kriegt heute noch Meldungen, wenn wieder irgendwie was mit Lkw-fahrenden Menschen ist und versucht dann mittels Meldung an das BAFA dort für in Anführungszeichen Gerechtigkeit bzw. Bezahlung. Eigentlich ist es ja nur Bezahlung des Lohns. Und das ist ja auch ein wirklich spezieller Fall, dass das erste Mal nicht der Spediteur gezahlt hat, sondern die Firma, die bestellt hat. Und man sieht auch ganz gut durch die, also die, also der Arbeitsminister Heil und das BAFA waren ja vor Ort, haben die Papiere überprüft und dann wurden ja die Firmennamen veröffentlicht. Und das hat halt diesen Druck gemacht auf VW, Porsche, Aldi, es waren noch mehrere große Firmen. Und ich glaube, was natürlich auch gerade auch für Gewerkschaften oder für gewerkschaftliche Kämpfe ein Vorteil ist, und das sage ich auch immer, das kann man auch, glaube ich, verallgemeinern, ist auf jeden Fall der Fachkräftemangel. Also in der Transport, also wir befinden uns eigentlich in der Transportkrise. Es fehlen über 400.000 FahrerInnen. Und natürlich, was da auch, glaube ich, dem Kampf geholfen hat, ist die Skandalisierung, weil die halt wirklich gar kein Geld bekommen haben. Gar kein Geld und dann auch noch von Unternehmen, wo man halt die Namen kennt. Das ist natürlich spannend, aber ich würde dir beipflichten, es ist ganz spannend mit den Rechtskämpfen, weil wir das ja als Gewerkschaftssekretäre auch haben. Das Betriebsverfassungsgesetz ist ja praktisch das Gesetz, was wir hier verwenden in Deutschland und das Lieferketten, also das deutsche Lieferkettengesetz, ich versuche es immer, das deutsche Lieferkettengesetz regelt ja erstmal auch über unsere Nationalstaaten, also über die Nationalstaaten hinaus Arbeitsbedingungen. Und das kann, also ich finde es halt schwierig, man kann halt nicht sagen, dass Recht unbedingt der Hebel ist für weitreichende Veränderungen zu schaffen. Ich will es mal an einem Beispiel machen. Kakaoanbau an der Elfenbeinküste, da arbeiten ganz oft Kinder, die benutzen Macheten. Und da gibt es von Nestle, gab es da mal eine Initiative, dass man versucht hat, Schulen zu bauen und dass die Kinder dann praktisch nicht mehr auf den Feldern sind, um die Kakaobohnen aufzumachen mit Macheten, sondern in die Schule gehen. Das Problem ist aber, also ist nichts passiert. Da gibt es auch Infomaterial drüber. Die Kinder gehen trotzdem nicht in die Schule, weil die Kakaobauern einfach zu wenig Geld bekommen und sie auf die Arbeit der Kinder angewiesen sind. So, und jetzt kommen wir zur Auslegung von Recht. Jetzt steht da in dem deutschen Lieferkettengesetz, ja, was ist denn angemessen? Jetzt geht Nestle hin und sagt beispielsweise, naja, wir zahlen dann allen Bauern einen Boni, die diese Kinder in die Schule schicken. Und dann ist die Frage, ist das denn ausreichend oder sollte man nicht vielleicht mal die Frage stellen, man muss die Produkte ordentlich bezahlen, sodass die Bauern überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, Kinder auf das Feld zu schicken. Und ich glaube, das sind sehr wohl auch politische Entscheidungen und das wird wahrscheinlich, also das werden wir dann sehen und das hoffen wir mit einer starken Linken im Europaparlament auch oder generell in unseren Parlamenten, genau wie so, solche Kämpfe auch gesellschaftlich nicht nur auf dem Papier geführt werden. Und du hast es auch schon angeklungen, es braucht halt einfach engagierte Personen, die dieses deutsche Lieferkettengesetz auch unterstützen. Also es liegen jetzt ein paar Beschwerden beim Bundesamt vor
Und das muss ja auch gefüllt werden. Und viele Menschen im beispielsweise globalen Süden haben überhaupt gar nicht die Ressourcen. Oder du hast es gerade ganz gut gesagt, das sind Lkw-Fahrer, die ein Jahr lang nicht zu Hause waren, die 15 Stunden am Tag arbeiten, ohne Lohn dafür zu bekommen. Also dann stelle ich mich nicht noch hin und versuche irgendwie ein deutsches Gesetz durchzusetzen. Das ist ein bisschen schwierig. Und dafür braucht es Organisationen. Und dafür braucht es NGOs und dafür braucht es Gewerkschaften tatsächlich. Was man vielleicht auch kritisch sehen kann, ist so ein bisschen die Entpolitisierung von gewerkschaftlichen Kämpfen. Wenn man jetzt sagt, ah ja, es gibt ja jetzt ein Gesetz, dann brauchen wir ja praktisch nicht mehr für unsere Kolleginnen zu kämpfen. Das ist jetzt überspitzt gesagt, das passiert trotzdem. Aber das ist natürlich auch ein Nachteil, wenn man sich nur auf das Lieferkettengesetz beziehen würde. Und es braucht bei so einem Gesetz und auch gerade auf europäischer Ebene braucht es zur Durchsetzung, glaube ich, auch internationale Solidarität. Und um das vielleicht zu erklären, das betrifft Menschen in, also Lieferketten sind ja im Moment durch Globalisierung, Kapitalismus kaum noch nachvollziehbar. Das ist ein Problem. So, das versucht man ja jetzt, versucht man mit einem Gesetz zu machen. Und das heißt, in einem Betrieb arbeiten ja ganz viele Beschäftigte innerhalb dieser Lieferkette. In einem Betrieb ist falsch gesagt. In mehreren Betrieben arbeiten mehrere Beschäftigte innerhalb einer Lieferkette. Und die Kolleginnen in den Betrieben aus dem globalen Norden sind gleichzeitig auch Konsumenten von dem Kram, der aus dem globalen Süden hierher kommt. Das kann natürlich zu Verwerfungen führen in der Solidarität. Und ich glaube, das ist eine grundlegende Voraussetzung, dass wir auch hier vor Ort Verständnis haben für solche Kämpfe und für ein Lieferkettengesetz. Die FDP hat es ja anscheinend tatsächlich nicht Verständnis dafür. Und ich finde auch, das müssen wir verteidigen, vor allem auch als Linke, also jetzt nicht nur als Partei, sondern generell als linke Menschen, weil man sieht das gerade bei den deutschen Diskussionen um das Streikrecht. Also die Menschen beschweren sich darüber, dass, BusfahrerInnen streiken und dass sie die Züge stehen bleiben. Dabei kämpfen die halt um ihre Rechte. Und wenn man die Kommentare teilweise in den sozialen Medien liest, sie haben halt nicht kapiert, um was es geht. Dass nicht das Problem ist, die Leute, die um ihre Rechte kämpfen, sondern das Problem sind ArbeitgeberInnen, die nicht ordentlich auszahlen. Und ich glaube, das müssen wir bei der Diskussion unbedingt um ein europäisches Lieferkettengesetz oder Lieferkettenrichtlinie sowie auch bei der Durchsetzung vom deutschen Gesetz beachten. Und das bleibt spannend tatsächlich, weil das Gesetz in Deutschland gibt es ja erst seit 2 Jahren, noch nicht mal seit über einem Jahr jetzt. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch einiges an Raum zu füllen. Und ich bin auch mal gespannt, wie das wird mit der tatsächlich mit dem Personal in dem Bundesamt, die das dann auch kontrollieren sollen, wenn das mal wirklich bewusst wird den Menschen, dass man sich auch darauf beziehen kann. Und Gewerkschaften machen das tatsächlich auch schon. Also Gewerkschaften melden auch schon Sachen an das Bundesamt. Also es bleibt auf jeden Fall sehr spannend, auch für unsere oder für meine tägliche Arbeit. Genau. Und auch innerhalb eines Betriebes ist es aus gewerkschaftlicher Sicht auch nochmal spannend, sich das Lieferkettengesetz anzuschauen, weil das natürlich auch unter die Mitbestimmung an einigen Punkten fällt. Also die Betriebsräte können die Einführung im eigenen Betrieb bewachen. Es ist ja meistens so, dass große Betriebe generell schon Mechanismen haben, um Sachen zu kontrollieren. Also das nennt sich Risikomanagement. Dann kann der Betriebsrat natürlich auch einfach informieren. Ja, auf Versammlungen, das sollte auch gemacht werden. Und das ist jetzt alles so, das sind Sachen, die gerade anlaufen. Und das bleibt spannend, ja. Genau. Ja, danke dir. Ich meine da also rausgehört zu haben, dass du prinzipiell so ein Gesetz unterstützen würdest. Ja. Auch auf EU-Ebene, trotz auf jeden Fall Kritik, die noch definitiv auch laut geäußert werden sollte. Ja. Ja, wir müssen das auch natürlich laut äußern, weil wir haben es ja gerade gehört, es sind noch viele Sachen offen. Auf EU-Ebene ist es noch überhaupt gar nicht abgestimmt. Ich finde, wir müssen das auch thematisieren. Genau, sehr gut. Und in deiner Kritik hattest du tatsächlich auch schon so ein bisschen
den Blick geweitet, schon mal so ein bisschen auch größere Systemfragen gestellt von Preispolitik etc., was ich sehr spannend finde und was ich auch tatsächlich eine sehr gute Überleitung zu Afrika Kisa finde, welcher ja auch relativ breit noch Themen des globalen Handels forscht und da auch sehr viel Erfahrung im politischen, im Consulting-Bereich hat. Und genau deswegen die Frage so ein bisschen an dich, wie siehst du auf so eine Lieferkettenrichtlinie oder von mir aus auch auf so ein Lieferkettengesetz? Kann das wirklich was ändern oder würdest du sagen, die Probleme, die wirklichen Wurzeln der Probleme liegen eigentlich ganz woanders und eigentlich sind andere Hebel viel wichtiger. Wie siehst du das? Okay, thank you for the invite. I want to thank the organizers. It's a very important conversation, which we cannot leave to the politicians. Just. But again, before I go to the serious business, allow me to also extend thanks to the EU International Trade Committee. We have really had a number of engagements in terms of processes being able to input into a number of regulations and legislations and agreements by the EU in order to ensure that their results do not affect the Global South. Helmut, allow me to remind me to send you an invoice for the commercial, okay? Okay, now, serious business. The question of whether the EU directive is going to be very effective in terms of delivering progressive change. The word to me here, the key word here is progressive change. I feel that the directive is cast in stone. And it is more of putting the cart before the horse. When you examine the directive and the actual challenges and the actual causes of unequal relations, you know, between the Global North and the Global South, between the EU and the Global South, you find that the directive is doing a prescription without, first of all, diagnosing the real causes. And so, left on its own, the directive might just not deliver on its mandate. And these are I will speak on four key reasons as to why I feel the directive should be supported with other reforms in the existing relations that are governing, in the existing policies that are governing relations between the EU and the Global South. One is the aspect of the comprehension of what human rights means. Human rights are not necessarily, are not just about, you know, fair labor laws. They are not just about environmental rights. They are also about ensuring fair value from the produce. When you look at the extractivist relations that have defined the Global North and the Global South, you find that actually human rights violations are happening because much of the value gets extracted from the Global South, the Global North. And I'll give an example to that. If you look at, for example, cocoa, I'm glad the last speaker spoke of cocoa, in Côte d'Ivoire. Ivory Coast and Ghana contribute to 65% of the world's cocoa. And the chocolate industry is close to $100 billion. These countries only get 6% of that value. A cocoa farmer on a day, he earns 78 cents. And remember, like the last speaker was indicating, cocoa is a labor intensive crop. Now, a farmer is left between ensuring that they hire labor. How are you going to hire labor on 78 cents a day? You cannot. So the end result is that they are forced to rely on child labor. That's the unfortunate truth. And we have to examine this. So unless we ensure that we support value addition aspects,
moving it beyond fair trade movements, fair prices might not necessarily really help. What we are talking about is ensuring that we trap much of the value from products that are coming from the Global South to ensure that downstream and upstream are speaking to each other. Otherwise, right now, we are having downstream aspects, you know, addressing human rights, child rights, you know, children rights, environmental rights. But the upstream, which is a systemic issue of extractivism, is not being addressed. So that is the first aspect. The second is the issue of free trade agreements vis-a-vis what they entail. When you look at free trade agreements like the Economic Partnership Agreement, they are again being crafted in a way that they will maintain that extractivism. Because if you look at aspects of commodity dependence, aspects of shunning export taxes, where you would ensure that at least you put taxes on raw materials to ensure that you industrialize, add value nationally before exporting, that creates a lock-in where you find that then countries are not unable to move. Investment agreements also, and sometimes investment chapters in free trade agreements, shun performance requirements. And performance requirements, for example, if a country were to say, let us put in place obligations for technology transfer, let us put in place obligations for respecting labor rights, those are usually sued in terms of investor state dispute settlement. So unless you are having an EU directive on sustainable development, but at the same time you are having investment agreements, BITs, and you're having free trade agreements with far more limitations as to how the directive will be implemented. Again, that needs to change. I also want to talk about the last aspect of the need to adapt to the EU and the regulations. The EU is trying to Europeanize, you know, its norms and its values, you know, which countries have to largely either adapt to or you ship out, which is really okay. But the question of ensuring that we have progressive change can only occur when we see fair complementary policies from the trade aspect, from the investment aspect, even from the fiscal aspect. You know, there is a lot of leakages that are happening in terms of risk financial frauds. These are complementary policies which act like a swing to be able to calibrate the implementation of the EU directive. So if you were to ask me whether the current directive will deliver in terms of progressive change, left on its own as currently is, it will not, because there are those systemic and structural issues that have prevalently and for a long time defined the EU and, okay, not even the EU, by the way, the Global North and the Global South relationship in terms of production, in terms of market systems. All these need to be reimagined. All these need to change. Otherwise, left on its own, it will just be like any other role. Yes, we shall have the directive ongoing, but at the same time, we shall not see conditions of small supply chain actors downstream changing. They will not change because upstream, the capitalistic machine is still on the move and is not being changed. So we need to, I think, alter those aspects to be able to ensure that the directive makes progressive change in altering the unequal EU Global South relations. I submit. Okay, vielen Dank für diese etwas größere Einbettung und ich sag mal die Forderung, Wertschöpfung natürlich auch in die betroffenen Länder stärker zu verlagern, sich auch mal Freihandels- und Investitionsschutzabkommen anzuschauen und nicht nur an eine Europäisierung der Normen zu denken, sondern auch
das breiter zu denken, wo mir tatsächlich auch einfach als kleines Stichwort noch eingefallen ist, die Verhandlungen des sogenannten Binding Treaties auf UN-Ebene. Es wird ja natürlich nicht nur auf EU-Ebene über solche Standards geredet, sondern auch auf Ebene der Vereinten Nationen. Und die EU hat bisher immer geblockt, weil es natürlich ein Prozess ist, der auch vom globalen Süden angestoßen wurde. Und sobald sie jetzt ein Gesetz haben, könnte man sich vorstellen, dass sie dann versuchen, mit gewissen Normen dann auch weiterzugehen. Aber ich weiß nicht, was habt ihr da für Positionen zu? Würde mich gleich vielleicht in Verbindung mit meiner nächsten Frage noch interessieren. Und zwar wollte ich jetzt auch noch mal das wieder so ein bisschen auf die Frage des EU-Gesetzes, auf die EU-Richtlinie lenken. Genau, einfach mal fragen, auch vor dem Hintergrund, könnte vielleicht nicht so viel bringen. Ist es wirklich wert, dass wir unsere Energie noch in dieses Gesetz, in diese Richtlinie stecken, da jetzt nochmal mit aller Kraft hinterher sind? Auch wenn wir bedenken, dass, wie du es auch schon gesagt hast, gegebenenfalls dann noch echt gut mit dem roten Stift durchgegangen wird und noch einige Sachen rausgestrichen werden oder nochmal runtergeschraubt werden. Wo sollen da für uns die roten Linien vielleicht auch sein? Und aus Zeitgründen will ich das jetzt vielleicht erstmal an Helmut und danach nochmal an Carolina richten. Spannende Frage, spannende Diskussion. Also vielleicht nochmal eine grundsätzliche Bemerkung, glaube ich, wo befinden wir uns eigentlich in der Einordnung? Und ich danke Afrika auch nochmal für den Hinweis, also doch vielleicht nochmal deutlicher zu hinterfragen, wie ist heute eigentlich weltwirtschaftliche Beziehungsgeflecht, Problematik zu thematisieren und, auf den Weg, und dazu auch bestimmte Antworten zu entwickeln. Aber erst einmal will ich sagen, ich sehe mit dem Gesetz natürlich keine Revolution. Und wir befinden uns in einer kapitalistischen Weltwirtschaft. Wir definieren in Deutschland die soziale Marktwirtschaft sozusagen als gute Absicht der Tarnung, wie Kapitalismus funktioniert. Und dennoch bin ich ganz ehrlich auch als Linker der Meinung, wir brauchen eine Verrechtlichung. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen streiten, über eine Verrechtlichung auch der Wirtschaftsbeziehungen. Weil Verrechtlichung auf der nationalen, auf der EU-weiten, auf der globalen Ebene. Weil nur die Verrechtlichung schafft Möglichkeiten, auch bestimmte Dinge mit gesellschaftlichem Druck hin zu verändern. Recht wird ja durch Politik gesetzt. Und wie kommen wir unter den gegenwärtigen Mehrheitsverhältnissen der bundesdeutschen Gesellschaft, der EU-Mitgliedstaaten oder im globalen Rahmen eigentlich in die Situation, Recht zu setzen? Und ich glaube, das hat ja nicht nur also ökonomisch, glaube ich, Auswirkungen, wenn wir uns über die Situation, in der wir uns befinden, mit dem Krieg, dem russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine etc. Das ist ja die Frage, wie wollen wir überhaupt internationale Sicherheit unter den gegenwärtigen völkerrechtlichen Bestimmungen durchsetzen und damit auch wiederum verrechtlichen und damit auch sozusagen Sanktionen oder eine Veränderung des Ist-Zustandes erreichen. Also ich glaube, das ist eine Dimension, der müssen wir uns zuwenden, wenn wir über solche Fragen sprechen. Deshalb auch der United Binding Treaty Prozess. Also natürlich, der ist von einer Arbeitsgruppe ins Leben gerufen worden als ein offener, also ergebnisoffener Prozess. Damit ist auch keine Deadline gesetzt, sondern man will damit Unternehmen in die Verantwortung nehmen, und zwar die globalen Unternehmen, die großen transnationalen Unternehmen, soziale oder Menschenrechte einzuhalten und auch Umweltbelange mit in den Produktionsstandard sozusagen zur Bemessungsgrenze zu machen. Aber du sagtest, die EU, ja, wer ist die EU? Die EU will das nicht. Die Kommission sagt auf Forderung des Parlaments, wir haben kein Mandat vom Rat. Das heißt, es sind wiederum die Mitgliedstaaten, die sich eigentlich nicht einbinden lassen wollen in diese Aufgabe, die von den Vereinten Nationen, aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen fälschlich, beim Menschenrechtsrat angesiedelt sind. Die Frage muss eigentlich in die Generalversammlung.
die muss nach New York. Die muss dort zentral, meinetwegen sogar mit dem Sicherheitsrat, thematisiert werden, verhandelt werden, weil es eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Und man kann sozusagen an die Anbindung des Menschenrechtsrats geben wir sofort mit Saudi-Arabien, die sitzt da mit drin, Katar sitzt da mit drin, etc. Wenn wir uns an die politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche Realität in diesen Ländern ranmachen in der Bewertung, dann sagen wir, die werden bestimmt keine Menschenrechte durchsetzen, wenn wir über die Beschäftigung von Menschen aus Drittstaaten auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in Saudi-Arabien oder in Katar denken. So, ich will nur sagen, das sind ja Beispiele, nur Beispiele, womit ich deutlich machen will, ich glaube, wir brauchen hier nochmal einen Nachdenkprozess, wie kann der Treaty-Prozess auch aus dieser Ebene auf eine globalere und damit politischere Ebene gehievt werden, um endlich einen Durchbruch zu bekommen. Und es ist Gott sei Dank in dieser Legislatur dann auch noch mit Nachdruck gelungen, dass also der Rat der Kommission ein Mandat erteilt hat. Und damit ist jetzt auch die EU neben den Mitgliedstaaten der EU und damit, weil sie ja alle Mitglieder der UNO sind, auch ein Akteur, da es ja wiederum um auch internationale handelspolitische Fragestellung gibt, Weltwirtschaftsbeziehungen mit gefragt. Bloß um nochmal diesen Diskurs einzubringen, weil der hängt natürlich auch mit vielen Fragen zusammen, die Desiree aufgeworfen hat. Und dann würde ich gerne hier nochmal mit einbringen, die Freiwilligkeit funktioniert nicht. Ich meine, es ist ja nicht eine völlig neue Erfindung, die wir mit dem Lieferkettengesetz machen. Es gibt OECD-Richtlinien, es gibt die UN. Richtlinien der Unternehmenssorgfaltspflicht verbessert, immer weiter entwickelt von 2011, 2018, 2020 und so weiter. Aber die funktioniert nicht. Und insofern ist das Gesetz ja nur ein Hebel, um etwas in die richtige Richtung zu machen. Und weil Afrika von dem Upstream-Value-Problem gesprochen hat, wenn durch ein solches Gesetz Unternehmen aus der Europäischen Union oder von Drittstaatunternehmen auf dem EU-Binnenmarkt, wenn sie hier Produkte verkaufen wollen, verlangt wird, dass sie den gesamten Upstream-Prozess ihrerseits sozusagen in Bezug auf Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards zum Bemessungskriterium machen müssen, haben wir schon einen kleinen Schritt erreicht. Damit haben wir noch nicht die Probleme gelöst und auch die Widersprüche nicht aufgehoben. Aber wir haben zumindest einen Schritt in Bezug auf die hier agierenden Unternehmen gemacht. Und ich will auch ganz deutlich sagen, Menschenrechte, Umweltstandards, Beschäftigungsstandards, soziale Fragen, gewerkschaftliche Probleme gehören in die Verantwortung der Staaten, nicht die Unternehmen. Aber die Unternehmen sollen verpflichtet werden, sich an die Standards zu halten. Und insofern haben wir eben durch die Rechtsetzung einen Hebel, wo wir die Unternehmen auch in die Mitverantwortung nehmen können, weil wir ja sozusagen in der realen kapitalistischen Welt leben. Und die Beispiele der Transportunternehmen, die da eben die Arbeitskräfte aus Mittelasien, aus dem Kaukasus etc. gnadenlos ausbeuten, zeigen ja auch, es ist nicht nur ein Thema, was sozusagen außereuropäisch ist, sondern es ist auch eine Verletzung von Arbeitnehmerinnenrechten in der EU. Und ich denke an die Spargelbäuerinnen und Bauern aus Rumänien oder Bulgarien auf unseren Spargelfeldern oder von Sinti und Roma in der spanischen Landwirtschaft und. Also wir haben genügend Beispiele, wo wir deutlich machen, wir müssen auch sozusagen vor der eigenen Haustür kehren und hier auch die Unternehmen in die Verantwortung nehmen. Und dann ist auch wieder die Politik gefragt. Soweit vielleicht nochmal. Danke für diesen spannenden Exkurs auch nochmal in verschiedene Ecken. Sehr wichtig, weil also wir merken auch schon, das ist ein Thema, das wirklich total an vielen Punkten auch nochmal ansetzt und übergreift und anbindet. Und genau, vielleicht direkt einfach zu dir rüber. Bist du auch streitfreudig vielleicht? Ja. Würde ich so ein paar Punkte jetzt gerade schon dazu sagen, aber gerne bei dem Abendessen noch ein bisschen weiterführende Diskussion. Und ich finde es aber sehr interessant, diese Perspektive, weil die rechtssoziologische Forschung
hat diesen Ansatz, also vertritt diesen Ansatz zu sagen, die eine Funktion des Rechts ist Sicherheit für die Wirtschaft zu schaffen. Und das ist eine Ebene, ne? Es gibt diese Perspektive, also die eine Funktion des Rechts ist tatsächlich Klarheit, klare Regeln für die Wirtschaft zu schaffen, aber nicht nur. Ne? Und das Recht kann diese Funktionen der kapitalistischen Gesellschaft ausüben, aber das Recht kann auch andere Funktionen auch erfüllen in der kapitalistischen Gesellschaft auch. Ne? Also wenn ich jetzt über, wenn wir so eine Einschätzung des deutschen Lieferkettengesetzes machen und dann ein bisschen übertragen in Bezug auf die Erwartung auf die EU-Richtlinien machen, würden man kann auch mit dieser Perspektive der Ambivalenz des Rechts arbeiten. Also das Recht ist immer widersprüchlich. Ne? Also wir haben hier verschiedene Aspekte schon irgendwie herausgearbeitet aus den verschiedenen Beiträgen. Es geht um ein Hebel auf jeden Fall, ne? Also diese Grammatik, ne? Diese Übersetzung von Belangen von den Beschäftigten in einem bindenden Rechtsebene, wo dann sich direkt dann die Gewerkschaften beziehen können, die NGOs beziehen können und dann auch für Verbesserungen direkt unmittelbar kämpfen können. Ne? Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist auch diese Strategie, die auch NGOs sehr stark verwenden, diese Naming, Shaming, Naming, Claiming and Blaming, ne? Shaming and Blaming, dass man kann direkt dann sagen, okay, wir haben hier ein Belange, ein Problem, die gerade tagtäglich stattfindet, ne? In dem Logistiksektor, in dem globalen Süden, in verschiedenen Ländern, in bestimmten systemischen Verzweigungen der verschiedenen Lieferketten, überall in der Welt und vor allem auch hier in Europa auch gerade, ne, was die Beispiele gerade klar gemacht haben. Und dann durch diese Sichtbarmachung und diese Bezugnahme auf die Gesetze, man kann auch sehr viel mobilisieren. Ne, und daher würde ich auch in einer gewisser Weise zustimmen, dass eine Verrechtlichung hat, diese Funktion Klarheit für die Unternehmen zu schaffen, aber gleichzeitig, und das passiert gleichzeitig, ne, und das, diese Ambivalenz kann auch ein Hebel für politische Kämpfe und Arbeitskämpfe sein. Ne? Und ich würde aber weiterhin skeptisch mit der Verrechtlichung bleiben, also ein bisschen in Zustimmung zu Desiree, weil das Recht hat aber auch einen anderen Effekt. Ne? Das ist eine sehr technokratische Sprache. Das Recht ist auch sehr selbstreferenziell. Und wenn wir verschiedenen Dimensionen der Politik verrechtlichen, besteht immer diese Gefahr, dass Akteure, vor allem die politischen Akteure, die kritischen Akteure, die progressiven Akteure, sind diejenigen, die aus diesem Bereich die Ersten, die abgeschottet werden. Ne? Also wer darf in diese Grammatik sprechen? Wer darf Klagen erheben? Wer kennt sich aus mit den verschiedenen Paragraphen des Gesetzes? Ne? Also wenn man startet mit dem Juridismus, ne? Also wie genannt wird, zu sprechen, man schließt schon ganz viele Menschen aus. Ne? Also wie auch ein bisschen wie in der wissenschaftlichen Sprache auch passiert. Ne? Das sind so sehr geschlossene Felder und diese Übertragung von Arbeitskämpfen als Rechtskämpfe ist immer ein Risiko. Also wir konfrontieren uns auch in der Forschung die ganze Zeit auch mit diesem Ansatz. Ne? Dass wir schauen, also die Rechtssetzung passiert und man kann dann in Bezug auf die Gesetze, die geschafft werden, durch sehr strittige Prozesse, ne, wie gerade klar gemacht werden, man kann auch da inkrementelle Veränderungen vielleicht hervorbringen. Ich glaube, da würde ich dann inzwischen so diese Part Reform oder Revolution ein bisschen. Ne? Also ich habe so gerade, als du die Frage gestellt hast, habe ich so geschrieben, Reform oder Revolution. Ich als Ressoziologin beschäftige mich immer die ganze Zeit mit dem reformistischen Dimensionen. Aber Reformen haben auch manchmal ein revolutionäres Funkel, würde ich so sagen. Ne? Es gibt diesen Ansatz von Joachim Hirsch, ne? So ein bisschen der Regulationstheorie hier in Deutschland, der redet über diesen radikalen Transformismus, ne? Dass man kann auch durch inkrementelle Veränderungen dann auch die Bedingungen für die Kämpfe verbessern. Ne? Und wenn wir reden hier über eine Perspektive von einer strukturellen Transformation der globalen Produktionsweise, ne, die uns alle betreffen und die auch sehr ungleich sind, wie auch Afrika sehr gut geschildert hat, müssten die Ressourcen aufgeteilt werden. Also ich würde sagen, wenn wir denken an das deutsche Lieferkettengesetz oder an die EU-Richtlinien, in eine Perspektive von so einem arbeitsteiligen Ansatz, ne, also
Einige Akteure, die die Ressourcen haben, beziehen sich auf das Gesetz und kämpfen für die inkrementelle Veränderungen mit Bezug auf das Gesetz. Und dafür ist das Gesetz auf jeden Fall fruchtbar. Und die andere Ressourcen haben, kämpfen in andere Richtungen. Also ich glaube, jetzt ist es ein bisschen schon aus der wissenschaftlichen Perspektive in die aktivistische Perspektive, die unsere Forschung eher informiert. So bin ich jetzt weitergelandet. Aber ich würde sagen, inkrementelle Veränderungen sind sehr wichtig und mit Bezug auf die EU-Richtlinien und auf die deutschen Gesetze kann man das auch weiterhin erkämpfen. Sehr schön. Wir haben gehört, es besteht noch die Möglichkeit, dass die Revolution mit dem EU-Gesetz kommt. Ja, aber es ist auch eine schöne Überleitung von den Dystopien, in denen wir uns gerade befinden, in vielleicht auch ein bisschen utopischeres Denken. Das wollen wir vielleicht jetzt so abschließend auch nochmal ein bisschen mitgeben. Und genau deswegen vielleicht einfach auch so mit der Bitte, euch kurz zu halten, auch damit wir noch ein paar Fragen vielleicht nehmen können. Wie würdet ihr beide noch sehen, was für Utopien können wir uns denn wirklich auch noch vorstellen, um für einen gerechten Welthandel, um für mehr Menschenrechte, Arbeitsgerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit in der Lieferkette irgendwie zu sorgen? Ja, den Kapitalismus überwinden. Tatsächlich habe ich mir das als erstes aufgeschrieben und wir sind wahrscheinlich in der gleichen Partei, also wir sind in der gleichen Partei. Ich sehe das auch so, das ist eine Reform, es ist ein Mittel und es grundlegende Arbeitsbedingungen, da geht es um grundlegende Arbeitsbedingungen, wie Versklavung und so. Und deswegen glaube ich schon, dass wir tatsächlich solche Gesetze auch brauchen und man jetzt handeln kann. Aber wir müssen natürlich umverteilen und das hat Afrika ja sehr wohl richtig gesagt, die Wertschöpfung auch in den Ländern lassen, wo sie gemacht wird. Ich habe das, glaube ich, auch ein bisschen versucht an dem Kakao-Beispiel darzustellen. Und vielleicht noch mal ein Punkt. Und natürlich müssen wir Gewerkschaften und Mitbestimmung auch in anderen Staaten stärken. Aber das ist halt leider auch nicht immer so einfach. Und da stehen wir auch noch zu viele offene Fragen, glaube ich, zum Lieferkettengesetz. Das wird auch noch mal ein spannender Punkt. Wir müssen auf jeden Fall auch sanktionieren und wir müssen Konzerne sanktionieren, die Umweltzerstörung vorantreiben und Ausbeutung betreiben, weil nur so können wir die großen Krisen unserer Zeit angehen. Genau. Sehr schön, okay. Okay, of creating utopias. Okay. yes. Here's the thing. The directive comes in timely. There is a very notorious company in, I think, Hamburg, where I'm based, Neumann Café Group, I think, Neumann Café Group. And actually the EU Parliament, I think, Helmut, you organized a hearing over the violations that were conducted, human rights violations that the that coffee group company, Neumann Café, conducted in Uganda. And there was lots of evictions, state-aided evictions, you know, villages, I mean, thousands of people were evicted from their land without compensation and all that, and nothing happened, you know. So there has been a lot, and I think this kind of directive could help, maybe, to cushion, because there are labor laws that are already existent in countries in the global south, but then the question is, why are they not working? So maybe because the extraterritorial obligations that the directive would bring, perhaps it can help in terms of reinforcing and plugging some of those loopholes that the corporations have been exploiting in the national human rights and environmental rights laws. But here's the thing. It all goes back to determining and readjusting the market system. I don't see why coffee prices, I don't see why cocoa prices should be determined by the stock exchange markets, you know, from New York, from Amsterdam, from London. That already creates a skewed market that will a farmer will have to
actually not even best. We have to play that the stock exchange prices for the day favor him. That creates already contentious relations. And so while we are working on beefing up measures of enhancing human rights and redress mechanisms in the Global South, we also need to look at the other definition of human rights, the right to development, the right to trade, you know, fair trade. To me, I think this is how we should look at the directive holistically, rather than just, you know, just looking at it in, you know, in a very narrow approach. Thank you. Danke dir. Darf ich noch mal ganz kurz was sagen? Also, das fand ich ganz wichtig, aber weil unsere Veranstaltung ja Europa in Bewegung und Hessen mittendrin heißt, ja, wo bewegen wir uns hin? Und ich will ganz deutlich sagen, um die Auseinandersetzung um dieses EU-Lieferkettengesetz ist harter Klassenkampf. Machen wir uns nichts vor. Wenn es uns nicht gelingt, das Gesetz durchzusetzen, haben wir vieles verloren. Wir werden auch nicht vieles gewinnen. Aber es ist ein wichtiger Baustein in einer Kette von bestimmten Dingen. Und der Widerstand der FDP in Deutschland und ganz deutlich auch von CDU, CSU und von AfD macht doch deutlich, da ist etwas, was sie stört in der Realisierung ihrer Konzeption der gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Entwicklung. Das steht an. Und EU-weit, weil Desiree für die Europawahlen kandidiert und ich kann ihr nur viel Erfolg wünschen und viel Unterstützung und wir werden alle was tun, damit sie es auch schafft mit Platz 7. Das heißt, wir haben gegenwärtig die Situation, dass eben auch im Europäischen Parlament in der Debatte zum Lieferkettengesetz versucht wird, das Trilogergebnis auch wieder aufzuweichen, zurückzunehmen und sozusagen eigentlich alles ad absurdum zu führen. Das heißt, es geht wirklich hier um eine Auseinandersetzung zwischen Ansätzen in Richtung progressiver Entwicklung, demokratischer Beeinflussung von der Marktwirtschaft und denen, die das alles nicht wollen, die das zurückdrehen wollen. Es soll die Umweltgesetzgebung zurückgedrängt werden, es sollen die strengen Auflagen, die wir in vielen anderen Dingen haben, also Zwangsarbeit, Plattformarbeit etc., das soll alles nicht stattfinden. Es ist also auch eine Art Klassenkampf, der in dieser europäischen Politik gegenwärtig stattfindet und wo wir uns positionieren müssen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch Menschen ermuntern, sich in diese europäische Politik einzubringen, mitzumachen, mitzugestalten, Einfluss zu nehmen, Forderungen stellen. Und so entsteht doch eigentlich erst eine europäische Gesetzgebung, die unser aller Alltag anders mit verändern kann. So, und insofern finde ich, ist das Lieferkettengesetz, ist nur ein Gesetz, ne? Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, wo deutlich wird, wir müssen uns als Linke in die europäischen Gestaltung und Gesetzgebungsprozesse aktiv einbringen, damit wir ein anderes Europa, eine andere Politik in Europa durch Mitgliedstaaten und die Institutionen ermöglichen. Das wollte ich noch mal sagen. Ein schöneres Schlusswort hätte ich mir fast nicht wünschen können. Vielen Dank nochmal für diesen Einwand. Danke euch alle für diese wunderbaren Beiträge und Diskussionen. Und mit diesen Worten würde ich auch gerne nochmal die Gelegenheit geben, dass hier Leute im Raum noch ein, zwei Fragen stellen. Mhm. Ja, ich hätte eine Frage an Herrn Scholz. Vielen Dank. Also erstmal vielen Dank für den Vortrag. Für mich wäre jetzt mal interessant, wie argumentieren Sie, dass das Lieferkettengesetz tatsächlich gut für Unternehmen auch ist, abgesehen davon, dass es ihnen nur Rechtssicherheit gibt? Weil man könnte ja auch so argumentieren, dass Rechtssicherheit für Unternehmen erstmal nicht viel bringt, wenn es nur bedeutet, dass sie nicht mehr so effektiv ausbeuten können. Also das nur, wie Sie das argumentieren, dass es tatsächlich auch im Interesse der Unternehmen wäre. War das vernünftig formuliert? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, wir können schon sammeln und dann.
Ja, hallo. Erstmal vielen lieben Dank für die Vorträge. Ich fand das sehr spannend. Ich forsche selber zu Menschenrechten und Migration. Das heißt, viele verschiedene Dinge, auch um die Rechtskämpfe, kamen mir definitiv bekannt vor. Ich habe mal eine Frage, die vorhin angeklungen ist. Es ging um Solidarität. Und ich habe immer das Gefühl, letzten Endes kommt es darauf genau an. Also selbst wenn wir Recht als Hebel verstehen, den wir nutzen können, entweder als Zivilgesellschaft, als Juristin, um eben über diesen Weg gewisse Kämpfe auszuhandeln, um eben um die Interpretation von Menschenrechten für verschiedene Personen eben ja, zu ringen, kommt es ja letzten Endes auf die Solidarität an. Das klang ja auch an, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, wie schaffen wir es wieder, dass wir diese Solidarität fühlen. Also das ist, ich habe das Gefühl, dass man das nicht mit Recht schaffen kann, sondern das ist letzten Endes was wir in der Gesellschaft wieder kreieren müssen. Und das ist so, das ist jetzt unabhängig davon, ob es ums Lieferkettengesetz geht, ob es um Migration geht oder um jegliche andere Bereiche. Das ist so für mich immer so eine große Frage, die irgendwie im Raum steht. Das heißt, es geht jetzt gar nicht spezifisch an eine Person, aber ich habe einfach, würde gerne eure Antworten dazu hören oder Ideen, falls ihr welche habt, wie man sich selber auch dafür positionieren kann und einsetzen kann in Gesprächen mit anderen, um ja, seinen Teil dafür zu tun, dass wir wieder solidarischer miteinander sind und einfach den Horizont weiten. Ja. Danke. Ich sehe gerade keine Hände mehr und würde deswegen vielleicht erstmal die Frage an Helmut richten. Und ich glaube, es fühlen sich ein, zwei Personen schon angesprochen und die dürfen dann die zweite Frage sich schnappen. Also ich glaube, warum viele, sogar auch kleine und mittelständische Unternehmen, durchaus nicht abgeneigt sind für eine EU-weite Lieferkettengesetzgebung, heißt, für sie werden gleiche Bedingungen am Markt geschaffen. Das heißt, sie kriegen daraus Berechenbarkeit auch für den gesamten Wertschöpfungs- und Realisierungsprozess in den Lieferketten. Zweitens, sie kriegen eine bestimmte Rechtssicherheit und sie werden unterstützt durch die Kommission bei der Bewertung, wie muss in den Lieferketten eigentlich auf die Einhaltung gedrungen werden, weil eben dieser Haftungsansatz in dem europäischen Gesetz drin steht. Es ist also nicht nur keine neue Berichtspflicht, die da eingeführt wird, was gerade von FDP und anderen immer zu behauptet wird, sondern die Unternehmen müssen EU-weit und im gewissen Sinne auch in dem gesamten Prozess der Lieferketten dafür sorgen, dass eben die Menschenrechte, die Arbeitsrechte etc. entsprechend ILO-Kernarbeitsnormen, ist ja eines der Bemessungskriterien, durch die Staaten garantiert und eingehalten werden, die ihnen die Rechtssicherheit geben, dort zu agieren. So, und damit sind sie gleichgestellt auch in der Verbesserung der jeweiligen Situation von, ich sage mal jetzt, Arbeitnehmerinnen, auch im globalen Süden oder in China oder sonst wo, dass damit eine Verbesserung für ihr Agieren auf den jeweiligen Drittmärkten gegeben ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, sie können dadurch auch besser als Akteur, der sich eben für eine Verbesserung der Lebens- und Arbeits- und Menschenrechtsbedingungen in den Ländern einsetzen, sind sie attraktiv, bekommen sie Aufträge. So, ich bin jetzt keiner, der die Wirtschaft in dem Sinne verteidigt, aber sie wären in der möglichen sozusagen in der Wettbewerbssituation zwischen Unternehmen, die eben nur billig ausbeuten etc., sind sie dort auch bei der Wahrnehmung der politischen Verantwortung auch der Drittstaaten besser gestellt sein im internationalen Konkurrenzkampf, sage ich jetzt mal so. Und insofern sind viele Unternehmen durchaus nicht abgeneigt. Und sie sagen, es gibt eine Aussage eines amerikanischen Professors, der untersucht hat, wie sind diese Social Boards und diese Social Berechnungen beim Checken sozusagen, werden die Auflagen, die sich als solchen Gesetzgebung, gibt ja auch eine amerikanische Gesetzgebung etc., gibt ja nicht nur diese europäische oder die deutsche und französische Situation, wie werden die dargestellt? Daraus ist die Frage auch,
wer bewertet eigentlich, wer kommt in die Kontrollpflicht, sind Gewerkschaften überhaupt in der Lage? Das heißt, Unternehmen sollten dann auch in diesem globalen Kontext, und das ist jetzt eine linke Hoffnung und eine linke Sicht, verpflichtet werden, dort auch Gewerkschaften zu ermöglichen und Gewerkschaften in die Lage zu versetzen, dann auch zu bewerten, werden die Auflagen eingehalten. Also es ist ein Prozess, der damit verbunden ist. Und das würde ich sagen, würde ich den Unternehmen auch immer sagen, kümmert euch selber um die Einhaltung der Auflagen, dann habt ihr auch eine bessere Marktchance. Vielleicht kann ich da noch einen Punkt hinzufügen. Das ist eigentlich auch ein sehr gutes Argument für tatsächlich eine völkerrechtliche, eine internationale Regelung von dem Ganzen. Weil wir haben ja jetzt natürlich dann EU-Normen gegebenenfalls. Wir haben auf jeden Fall schon deutsche Normen, wir haben auch schon französische Normen. Und man könnte sagen, ja okay, aber dann sind ja die europäischen Unternehmen im Nachteil gegenüber Dumping-Ländern, wo das noch in Ordnung ist, und ne, aber nur von der Preispolitik her. Und demnach, wenn es internationale Standards gibt, dann gibt es wieder dieses sogenannte Level Playing Field. Das ist immer ein recht oft genanntes Argument in der Hinsicht. Aber vielleicht auch jetzt weiterzuleiten an die Frage, wie man Solidarität stärker leben kann, wenn ich das vereinfacht zusammenfassen kann. Also vielleicht kann ich das mal so aus gewerkschaftlicher Sicht, weil wir benutzen den Begriff Solidarität ja echt oft. Also Grevenhausen ist gelebte Solidarität und da sieht man so ein bisschen auch, wie Betriebssolidarität funktionieren kann. Also wenn man den gleichen Job hat, im gleichen Betrieb ist und wenn man sich versammelt und halt gemeinsam auch über Probleme oder Anlässe halt auch spricht. So. Und das versuchen wir natürlich auch als Gewerkschaften, genau diese Anlässe. Im Moment sind es auch viele Streiks, Tarifverhandlungen, ja, wo man halt versucht, sich auszutauschen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig in einer kapitalisierten Gesellschaft, wo alles immer weiter auseinandergeht. Und das muss man halt auch sagen, bei Lkw-Fahren, das ist total schwer zu organisieren, weil die sind halt nicht in ihrer Spedition, sondern die sind halt auf der Straße und man muss glaube ich, auch Ansprachmomente finden außerhalb des LKWs, wo da muss man halt kreativ werden, auch für Gemeinschaft zu schaffen und Solidarität. Und ich glaube, wir müssen auch aufklären und sprechen. Und weil ich habe das gehabt, ich habe mit einem deutschen LKW-Fahrer gesprochen, da hat man direkt eigentlich schon auch gemerkt, dass man so Angst vor der eigenen Stellung in der Gesellschaft hatte, weil dann wurde dann gesagt, ja, warum macht ihr denn nichts für unsere deutschen LKW-Fahrenden? Und dann habe ich ihm erklärt, die haben überhaupt gar keinen Lohn bekommen. Keinen Lohn, die waren über ein Jahr nicht zu Hause. So. Die machen den gleichen Job wie du und da haben wir halt darüber gesprochen. Ich glaube, ich habe ihn zumindest mal ein bisschen zum Umdenken gebracht. Ich glaube, wir brauchen halt auch einfach Aufklärung, Bildung, Veranstaltungen, auch wie heute. Genau, wo wir zusammenkommen und über Solidarität auch sprechen und was das bedeuten kann. Ja. Mhm. Möchtest du dich vielleicht auch noch dazu äußern? Weil das ja auch ein bisschen direkt die Frage angesprochen hat. Genau, da bin ich sehr skeptisch mit diesem Verhältnis Recht und Solidarität. Ne? Ich habe so jetzt in meinem letzten Statement diesen Punkt gemacht, das Recht hatte diese abschottende Funktion, ne, durch die Technisierung, Selbstreferenzialität und so weiter und so fort. Und das muss man immer bedenken, also immer im Kopf haben, wenn man sich mit diesem rechtlichen Arena auseinandersetzt. Das alles aber gesagt, denke ich aber, dass zum Beispiel Gesetze wie das deutsche Lieferkettengesetz oder die EU-Richtlinie und auch begleitend durch die Arbeit von Gewerkschaften und auch von engagierten Genossinnen von der Linke oder von anderen progressiven Parteien und auch von juristisch engagierten Netzwerken. Ne? Also wir brauchen auch die Anwältinnen, die auch da verstehen, was sind da die Bezugnahmen auf Menschenrechte und worum es geht tatsächlich. Es geht nicht nur um Paragraphen und Artikel von Gesetzen, sondern um Menschenleben und soziale Lebensweise und so weiter. Wenn das alles zusammenkommt, da sehe ich ein Potenzial von Solidarität und diese inkrementellen Veränderungen, die dann in Bezug auf das Recht dann stattfinden können. Ne? Weil Gesetze werden auch manchmal Anlass für Protestbewegungen oder auch für Streiks.
Naja, so in Greffenhausen, das war nicht das Gesetz, der Anlass des Streiks, aber das Gesetz hat auch eine Rolle gespielt, um die Aushandlungen zu Ende des Streiks ein bisschen zu verhelfen. Ne? Also da ist ein bisschen diese Momente, die mit Bezug auf das Recht, wo Kollektivität entsteht, ne, wo Akteure über sich hinausdenken und denken, ja, habe ich ja einen Bezug auf meine Mitmenschen und kann auch was zusammenbauen und für Veränderungen kämpfen. Deshalb würde ich so sagen, dass Solidarität kann mit Bezug auf Rechtskämpfen stattfinden. Ich sage auf, also unseren materialistischen Begriff von Rechtskampf hat schon mit Solidarität zu tun, weil wir schauen uns die Kämpfe nicht nur so die Implementierung von Gesetzen, aber ohne die gewerkschaftliche Arbeit, ohne die engagierte Politisierung, Solidarität wäre nicht möglich. Aber das ist immer ein Potenzial und daran muss gearbeitet werden. Ne? Das ist nicht so sofort realisierbar, weil man ein Gesetz. Ja, ich glaube, dann würde ich, da wir auch so langsam keine Zeit mehr haben, noch ein letztmögliches Wort an dich geben, Afrika. Okay, just one more thing. Maybe I should just say, currently just yesterday, the EU delegation in Uganda is going to be working with the Minister of Agriculture to register coffee farmers. In order to be able to trace, you know, to know where are their shambas, where are their fields and all that. Registration is already happening at a time when the directive is not yet even concluded. So there are these contradictions. But critically, I think I haven't read a lot because that the directive is so big. But I'm curious to know about the adjustment mechanisms, especially of the supply chain actors, the macro ones, you know, the farmers, because in the end, it is them that will be able to, that will have to bear the brunt of compliance when the corporations, you know, end up complying. So how do we work in order to ensure that compliance mechanisms in terms of adjustments do not affect even they are already compromised gains in the supply chains? I think to me that is something that we need to look into as we are drafting and also deciding on the fate of the directive. Of course, also going hand in hand with strengthening cooperative movements not only in the global South Africa, but you know, in the global North and global South. Thank you. Ja, ich glaube, abzuschließen mit dem wichtigen Punkt, dass ein Gesetz natürlich nicht für sich steht, sondern Bewegung und internationale Vernetzung und internationale genau Zusammenarbeit und Mobilisierung natürlich weiterhin und umso mehr vielleicht sogar stattfinden muss. Bedanke ich mich recht, recht herzlich für dieses wirklich spannende Gespräch und wie ich finde auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausblickende Gespräch. Ich habe ja mittlerweile schon sehr viele Gespräche über dieses Thema gehört. Und genau, vielleicht nur so als letztes Wort, wenn ihr das spannend fandet, diese Veranstaltung, dann würde ich doch sagen, schaut auch sehr gerne in die anderen Veranstaltungen in dieser Reihe noch zu Europa in Bewegung, Hessen mittendrin rein. Es wird wirklich coole, spannende Themen wie europäische Abschottungspolitik, prekäre Arbeit, Klima gehen. Und jetzt noch ein kleines Schlusswort. Genau, also diesbezüglich noch am 4. April ist die nächste Veranstaltung und zwar auch wieder zu einem Thema, das uns sehr besorgt. Das ist die europäische Asyl- und Migrationspolitik. Am 4. April, gleiche Zeit in Marburg. Desiree wird wieder mit dabei sein. Und zu guter Letzt möchte ich tatsächlich noch den Leuten danken, die das tatsächlich ermöglicht haben heute. Maurice, der ist hinten, für uns gerade nicht sichtbar, der macht da, glaube ich, was an der Kamera. Vielen Dank dafür, für diese professionelle Anlage hier. Und ihr könnt das alles auf YouTube mitverfolgen. Schaut gerne auf der Hessener Linken Landesverband und auch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Schaut da gerne rein auf die Homepage. Da werdet ihr die YouTubes auch, unter anderem auch auf dem YouTube-Kanal, werdet ihr das finden können. Selbstverständlich auch in der Brüsseler, auf der Brüsseler Homepage von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Genau, also Maurice war einer, den ich danken wollen würde. Matze steht hinten, auch dir vielen Dank. Thomas, vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Viele, die mitgewirkt haben, wie Miriam oder Sophia.
Miriam Kaskel hier sicherlich bekannt, Sophia, meine Kollegin aus Brüssel. Auch Ihnen möchte ich ganz herzlich danken. Und nochmal ein kleiner Hinweis als abschließendes Wort. Bitte nimmt die Broschüren mit, da sind auch Plakate. Da werdet ihr auch sicherlich rauslesen können, was die Linke im EU-Parlament denn tatsächlich für Projekte hat und auch für wichtige Projekte durchgesetzt hat und auch wichtige Projekte noch anstehen. Also bitte nehmt euch was mit. Gut, vielen Dank für den schönen Abend und hoffentlich bis bald. Und Dank natürlich auch an dich und an die Panelistinnen und an euch.